Hallo und herzlich willkommen, Christian Gamperl von 1000PS.at. Ich bin hier bei Martin Bauer. Martin Bauer wird ja demnächst sensationell als erster Österreicher in der MotoGP an den Start gehen. Martin, wie kam es überhaupt dazu? Ja, im Endeffekt, der Startschuss ist letztes Jahr schon gefallen. Da ist der Fritz Schwarz und Andreas Bronnen auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei dem Projekt da mitzumachen. Es ist zu der damaligen Zeit schon eine Art Prototyp schon aufgebaut gewesen. Und ja, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir eine Testfahrt am Pannonienring. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und man hat die Idee dann halt immer ein bisschen weiter gesponnen. Es war damals noch sehr vage, also es war noch nicht sicher, ob man das auf die Füße bringt, so ein Projekt. Und es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das doch möglich ist. Es sind einige dann auf den Zug aufgesprungen und haben uns dann ein bisschen unterstützt da. Und ja, so ist eins zum anderen gekommen. Der Andreas Bronnen ist sich dann auch mit Schwarzfritz einig geworden, mit dem Sutter, der uns dann das Chassis geliefert hat. Ja, und so hat man im Endeffekt dann die Puzzleteile mal zusammengesteckt und haben wir gesagt, probieren wir das jetzt einmal aus in diesen Konfiguration, wie das funktioniert. Sind nach Brünn gefahren und waren eigentlich erstaunt, wie flott man mit dem vom Fleck weg fahren konnten. Wie und in welchem Punkt wird sich euer Neueinstieg in der MotoGP von den eher erfolglosen Einstiegen der anderen CRT-Teams abheben? Na, ich hoffe, dass wir erfolgreicher sind. Na, also im Endeffekt, wir haben jetzt schon einige Erfahrungswerte. Wir wissen, welche Pace wir derzeit gehen können. Und das ist deutlich schneller als von den anderen CRTs, wie es du richtig angesprochen hast, die da die ersten Schritte in die Richtung versucht haben. Weil das war ja oft dann so, dass die nicht einmal die Qualifikationshürde geschafft hätten. Und dadurch sind wir jetzt schon deutlich weiter. Obwohl wir jetzt auch nicht ultimativ mehr Erfahrung haben als diese Teams damals. Aber wir haben scheinbar die richtigen Puzzlesteine zusammengefügt. Dank meiner großen Erfahrung auf Superbike-Motorrädern, die ja dem Motorrad sehr ähnlich sind, das wir dort bewegen, habe ich natürlich eine gute Linie und eine Richtung, in welche wir laufen müssen, um schnell zu einem guten Setup und Abstimmung zu kommen. Und das hat uns auch gut geholfen. Das Motorrad war natürlich auch hervorragend vorbereitet, das muss man auch sagen, vom Schwarzfritz, der hat sich da größte Mühe gegeben, das wirklich gut auf die Füße zu stellen. Wir sind die Testtage im Endeffekt ohne technischen Defekt durchgefahren. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil nur da kommst du dann auch weiter. Wenn du permanent immer nur Probleme beheben musst an diesen Testtagen und du nicht zum Fahren kommst, kannst du nicht wirklich viel ausprobieren. Und das haben wir Gott sei Dank nicht gehabt. Und dadurch sind wir Schritt für Schritt weitergekommen und mittlerweile auf einem Level, wo ich denke, dass wir uns jetzt nicht mehr ganz verstecken brauchen. Was ist realistisch? Was können sich die österreichischen Fans erwarten? Ja, also wir sind zwar relativ weit gekommen in der kurzen Zeit, man muss aber da ein bisschen am Boden bleiben. Also ich sage einmal, Arossi oder Lorenzo wird es jetzt nicht von uns fürchten müssen, deswegen, wenn wir dort auftauchen. Das Ziel von uns ist es im Endeffekt, in der kurzen Zeit, die uns gegeben ist, da jetzt die Vorbereitung dazu machen. Und das waren gerade einmal im Endeffekt zwei Testfahrten, die wir gehabt haben. Ist es für uns schon ein Erfolg, wenn man an die etablierten CAD-Teams anschließen kann von der Performance? Das heißt, wenn wir ähnliche Rundenzeiten fahren können, wie zum Beispiel Colin Edwards letztes Jahr auf dem Motorrad, der hat ja das gleiche Fahrzeug im Endeffekt eingesetzt, das Jahr davor, wie wir jetzt einsetzen. Wenn wir diese Performance gehen können oder die Performance vor den hinteren CAD-Teams, dann ist es natürlich im Endeffekt das Ziel von uns. Und wenn wir das erreichen, sind wir im Endeffekt zufrieden. Jetzt unabhängig davon, welche Platzierung im Rennen jetzt dabei rausschaut, weil das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie ist der Rennverlauf, gibt es irgendein Problem am Start oder in der ersten Kurve. Das heißt, das kann man nie wirklich sagen. Das heißt, auch wenn wir jetzt Letzter werden würden und wir sind aber die Performance komplett mitgegangen über die Renndistanz von den CRT-Teams, dann sind wir auch zufrieden. Ne? Da ist ja der Reifen auch ein ganz großes Thema. Wie schwierig ist es, mit dem Bridgestone-Reifen zurechtzukommen, die sich ja komplett anders verhalten als sonstige Rennstreckenreifen? Ja, also das war für uns oder gerade für mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Wir haben ja den ersten Test auf Standard-Dunlop-Reifen im Endeffekt durchgeführt. Erst beim darauffolgenden Test hatten wir die Möglichkeit, die Bridgestone-Reifen einzusetzen.
diese Reifen bekommst du ja nicht unbedingt beim nächsten Laden um die Ecke. Das heißt, da muss auch Bridgestone soweit sein, dir diesen Support zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es müssen ein Bridgestone-Techniker mit vor Ort sein, der das koordiniert, diesen Reifeneinsatz. Und da sind wir jetzt sozusagen dann das erste Mal auf diese Reifen losgefahren, und das Interessante war, dass das gleich mal überhaupt nicht funktioniert hat. Also alles, was wir uns erarbeitet gehabt haben beim ersten Test mit den Dunlop-Reifen, hat man im Endeffekt über Bord schmeißen müssen, weil diese Reifen im Fahrverhalten derartig anders sind, dass die Fahrgeometrie und die Dämpfung überhaupt nicht harmonieren mit diesen Reifen. Die sind auf ganz andere, aggressivere Geometrien ausgelegt, auf andere Dämpfungen. Die Reifen sind unglaublich stabil und steif aufgebaut von der Karkasse her, und da muss man natürlich das Fahrwerk in ganz andere Richtung bringen als mit den normalen üblichen Reifen, die man so kennt, egal ob das jetzt Dunlop, Pirelli ist. Das hat alles mit dem nichts zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass die Performance von diesen Reifen so eklatant höher ist als alles andere. Sie sind halt nur sehr eigen, und das Stückchen mehr Level, was die Reifen bieten, oder Performance, das bisschen mehr Performance, was die Reifen bieten, kannst du nur wirklich rausholen, wenn du auch das System oder das Fahrzeug auf diese Reifen abstimmst. Und da sind wir jetzt gerade am Machen und am Werken, um da eine gute Lösung zu finden, wie man diese Vorteile von diesen Reifen im Endeffekt maximieren kann, um auch die Rundenzeit dementsprechend noch davon profitieren zu können. Was ist im Moment der limitierende Faktor noch? Wo werdet ihr in den nächsten Wochen noch am meisten Zeit herausholen können? Also der größte limitierende Faktor für uns ist derzeit auf jeden Fall die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht. Also wir haben jetzt genau noch einen Test vor uns, wo wir uns noch spielen können mit dem Material, und da muss man ehrlich sein, dort werden wir nicht alle Systeme und alle Varianten durchprobieren können. Man muss sich vorstellen, so ein Prototypen-Motorrad oder CAD-Motorrad, wie wir es einsetzen, hast du alle Verstellungsmöglichkeiten. Sei es Offset von der Gabel, Gabelwinkel, Schwingenlänge, Steifigkeit vom Rahmen, Motoraufhängung, Schwerpunktsveränderungen. Man kann da wirklich alles am Kopf stellen. Nur diese Möglichkeiten alleine ermöglichen dir nicht, schneller zu fahren, sondern du musst die richtige Kombination aus allen herausfinden. Und das ist eigentlich diese Challenge. Man braucht mit diesen Motorrädern unheimlich viel Erfahrung und sehr viele Kilometer. Deswegen tun sie ja zum Beispiel die Werksteams deutlich leichter, wenn die jetzt auf eine neue Strecke kommen, sofort ein recht gutes Setup herauszufiltern, weil die auf, man kann sagen, fast auf 15 oder 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen können. Die wissen genau, wenn wir die Vorsituation haben oder diesen Fahrzyklus, müssen wir das Motorrad so und so hinstellen, damit das für den Fahrer am angenehmsten ist, da und am schnellsten durchzufahren. Und diese Erfahrung haben wir im Endeffekt nicht. Also wir haben ein komplett neues System, angefangen beim Chassis, über Motor, die Reifen sind komplett anders. Also es gibt nicht wirklich eine Komponente, auf die wir zurückgreifen können oder ich zurückgreifen kann, wo ich sage, okay, da war sie Bescheid, die müssen wir so und so hinstellen, dass zumindest das eine funktioniert. Das heißt, wir sind jetzt im Endeffekt stehen vor einer Unzahl an Möglichkeiten, wo wir jetzt versuchen, in der kurzen Zeit, die wir jetzt haben, einfach ein paar Sachen rauszupicken, wo wir denken, dass das gut funktionieren sollte und harmonieren sollte. Dass wir da jetzt in dieser kurzen Zeit nicht wirklich das letzte Optimum rausholen können, liegt auf der Hand, und das ist uns auch bewusst. Darum muss man auch mit der Erwartungshaltung da ein bisschen zurückstecken und sagen, okay, wir können nicht erwarten, mit diesen paar Tests, die wir da gemacht haben, jetzt diese arrivierten Teams, die diese Erfahrung alle ja schon gemacht haben, da jetzt in die Schranken zu weisen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile sehr knapp dran. Mir fehlt dann immer mehr viel auf die Zeit vom Colin Edwards vom letzten Jahr. Das ist eigentlich mein Ziel, dass ich da rankomme. Und wenn wir das schaffen, muss ich sagen, können wir eigentlich recht glücklich sein. Und somit hätten wir auch unser Ziel erreicht, was wir uns gesteckt haben. Vielen Dank, Martin, fürs Interview, und alles Gute in Brünn. Dankeschön. Tschüss.